und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum nächsten Achtelfinal-Video der PAX United WM 2022. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind die letzten Achtelfinalbegegnungen jetzt am Start. Also jetzt um 16 Uhr und nachher um 19 Uhr. Und jetzt um 16 Uhr England gegen Katar und Dänemark gegen Polen. Also für mich sind die Favoriten England, Polen so. Also mal gucken, wer im Viertelfinale 3 gegeneinander antreten muss. Weil die Gewinner von diesen zwei Spielen treten gegeneinander an im Viertelfinale 3. Viertelfinale 1 und 2 steht schon fest. Die Videos zu den Achtelfinalbegegnungen sind natürlich auf meinem Kanal online, sind gestern angekommen, 16 und 19 Uhr. Wir gehen rein, lasst gern zu Beginn des Videos einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr auch sehr gern kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, let's go, Abfahrt, rein da. Michael Estrada. Oh, da ist es passiert und es ist für Katar. Omam Ahmed, Katar mit dem 0:1. Mit dem 0:2, Boualem Kuki. Was macht England? England mit einem, mit einem schlechteren Start hätte man sich nicht vorstellen können, aus Englands Sicht. Thomas Müller und Serbien. Dänemark, Polen. Noch 0:0. Katar führt 0:2. Kaspar Schmeichel, da ist es nicht passiert. Aber der erste polnische Sticker wird quasi somit pariert. Und da ist er schon. Das ist, also Kaspar Schmeichel war jetzt Gold wert. Kaspar Schmeichel war Gold wert. Lukas Paqueta, Benifa und Caceres. Und ich glaube, das war es schon wieder mit der ersten Halbzeit. Das war es mit der ersten Halbzeit. Geisteskrank. 0:2 Katar und Dänemark, Polen 0:0. Was ist da los? Was ist hier los? Saudi-Arabien, Lionel Messi am Start, Messi, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt Messi gezogen haben, aber geisteskrank, Messi zu ziehen, immer wieder ein geiles Gefühl, Lionel Messi im Pack, GG's. Dann Morata, Gueye und Gio Reyna, Schmeiner, sieht wohl nicht gut aus für die Engländer, sieht nicht gut aus. Suarez, Uruguay und Otaif aus Saudi-Arabien. Dann Mike Neuf, Frankreich. Katar mit dem 0:3 und glaubt, das ist jetzt durch. Das wird keine Änderung mehr vor sich ziehen, sagen wir eigentlich mal. Zwei Packs sind zwar noch, also England kann es noch schaffen. Die Nation, die es schafft, ist wahrscheinlich Dänemark. Das ist das 1:0. Christian Eriksen macht das Tor. Christian Eriksen macht das Tor. Zwei Packs kommen noch. Zwei Packs kommen noch. Saudi-Arabien, Tchouaméni. Also ich glaube, dass es müsste jetzt England Blitzersticker kommen. Polen können es noch schaffen. Korea und Wales, aber das war's. England, wir verabschieden uns von der PAX United Weltmeisterschaft von England und von Polen. Beide raus. Dänemark und Katar sind weiter. Katar mit dem 0:3, Dänemark mit dem 1:0. Das heißt, im Viertelfinale 3 steht Katar gegen Dänemark. Katar gegen Dänemark. Das letzte Viertelfinale wird nachher quasi simuliert in den Achtelfinalbegegnungen 7 und 8. Lasst ein Like da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.